In diesem Video muss mein Kumpel Kian, der mir bei fast allen meiner Videos hilft, eine fette Schnitzeljagd durch die ganze Stadt machen. Er hat dafür eine Stunde Zeit und falls er es nicht schafft, muss er nackt aus einem Flugzeug springen. Aber wenn er es in dieser Zeit schafft, bekommt er eine richtig kranke Überraschung, die unfassbar teuer war. So, Kian, dann hast du dich vorbereitet. Du gehst mal schön raus und ich hol was für dich, okay? Ich hab Angst. Ich habe ein kleines Geschenk für dich. Hier, für dich, ein kleines Geschenk. Und das soll ich jetzt kaputt kriegen? Ja. So, Kian, du kannst jetzt einen von drei Gegenständen aussuchen und mit dem musst du, nein, du darfst nicht auf den Boden werfen. Du musst es mit einem dieser Gegenstände versuchen, das Ding, was hier in diesem Eis drin ist, rauszubekommen, was auch immer das ist. Ist das ein Schlüssel? Was hast du vor mit mir? Okay, Kian, du hast einmal eine Kettensäge zur Auswahl, einen Flammenwerfer und einen Böller. Welchen nimmst du? Ich darf hier nur einen aussuchen. Naja, das ist auch, darf ich wechseln? Nein, wenn du genommen hast, musst du nehmen. Mit dem China-Böller komme ich, glaube ich, nicht weit. Von der Kettensäge, ich weiß nicht, ob die Kettensäge durch das Eis geht. Also, ich glaube, das wird beim Feuer bleiben. Okay, dann mache ich das an. Ab dem Moment, wo ich anmache, hast du eine Minute Zeit. Eine Minute nur. Ja. Let's go. Kriegt er es hin? Oha, was? Wie gut das geht. Nein. Wieso geht das so krass? 40 Sekunden noch. Vielleicht war es doch die beste Entscheidung. 30 Sekunden. Der schmilzt. Auf keinen Fall nachmachen, Leute. Das ist alles von Profis begleitet. Was könnte es wohl sein, Kian? Es ist ein Schlüssel, das habe ich eben schon gesehen. Aber ich kriege ihn, glaube ich, da nicht mehr raus. Wie lange habe ich noch? 15 Sekunden. Kriegst nicht raus. Kriegst nicht hin. Niemals. Drei. Der hat einen zwei. Schlüssel schon draußen. Eins und ausmachen. Stopp, 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 stopp. Nicht anfassen. Du hast leider nicht geschafft. Dafür bekommst du aber jetzt den Böller. Schon ein Teil von dem Schlüssel. Also so schlecht war es gar nicht. Du hast noch mal 30 Sekunden Zeit. Viel Spaß. Bist du bescheuert? 30 Sekunden. Jetzt kommst du nicht weiter. Du weißt nicht, was du überhaupt machen musst. 20 Sekunden noch. 20 Sekunden. Kian, 15 Sekunden. Los! Ich würde es gar nicht, ich würde es einfach lassen, ich würde es einfach daneben tun, ich würde es einfach daneben tun. Das bringt nichts. Doch, die Zeit ist aus, die Zeit ist aus, du musst jetzt zünden, du musst jetzt zünden. Oh mein Gott. Das hat überhaupt nichts gebracht, außer Schmutz. Ja, Kian, ich würde sagen, jetzt darfst du auf den Boden werfen. Was hat da es ist damit der auf gute Schlüssel. Sich? Jetzt habe ich doch eine kleine Sache für dich. Warte kurz. Ein neuer Eisblock. Hier, viel Spaß. Junge, bist du. Junge, das klebt an meinen Fingern. Du fragst bestimmt, wofür dieser Schlüssel ist. Vielleicht ist in diesem Eisblock die Antwort für diesen Schlüssel gerade versteckt. Viel Spaß. Oha, was? Da scheint ich ja wie Butter durch. Was könnte wohl da drin sein? Junge, da ist nichts zu sehen. Junge, da ist doch nichts drin. Da ist was drin, da ist was drin, Ich glaube, ich sehe einen Zettel oder irgendwas. Du hast ihn zerschreddert. Du hast ihn zerschreddert! Hier war er drin. Vielleicht kriegen wir ihn noch raus. Auf der einen Hälfte steht, Kian, du hast es geschafft. Den Eisblock zu. Schau auf dein Handy. Du fragst dich sicherlich, warum hier dieser Schlüssel versteckt ist und was das Ganze hier soll. Ich habe eine XXL-Schnitzeljagd vorbereitet, in der du extreme Aufgaben erledigen musst. Du hast ja für eine Stunde Zeit. Falls du es nicht schaffst, musst du nackt und mit verbundenen Augen aus einem Flugzeug springen. Bist du bescheuert? Ja. Wenn du die Aufgaben in der Zeit schaffst, bekommst du ein fettes Geschenk. Nimmst du die Challenge an? Ja, let's go. Nimm sie an. Ab dem Moment, wo du ja sagst, geht die Zeit los. Ja, ich hab schon ja gesagt. Ja, los. Du weißt nicht mal, wofür der Schlüssel ist, ne? Ja, aber erstmal raus aus der Wohnung, oder? Kian, was denkst du, wofür der Schlüssel ist? Bestimmt für irgendein Schloss. Tatsächlich. Für was könnte wohl dieses Schloss sein? Vielleicht ist es ein Schlüssel für ein Fahrradschloss. Das könnte sein. Vielleicht musst du ja mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren. Hier ist ein Zahnschloss, das funktioniert nicht. Ich hoffe, jetzt kommt so ein Besitzer von den Fahrrädern. Du musst nicht mit dem Fahrrad fahren, oder? Weil der Besitzer ist hier. Das ist nämlich mein neues Fahrrad, was ich mir besorgt habe. Schau mal, was für ein geiles Ding das ist. AMG-Fahrrad. Lamborghini. Ach so, ups. Aber es könnte sein, dass das Fahrrad kaputt ist. Oh nein, das ist ja blöd. Ja, das ist ja echt blöd. Aber zur Sicherheit wirst du diese Sicherheitsweste tragen müssen, wenn du das fährst. Selbstverständlich, weil Safety first, ne? Und diesen Helm. Ich finde, es sieht sehr schön aus. Das Problem ist, nur mit dem Fahrrad kann man überhaupt nicht fahren. Das ist fahruntüchtig. Ich gebe dir immer einen Tipp. Ludwigstraße 1. Da musst du jetzt hinfahren. Wo ist die Ludwigstraße? Fahr findest du raus? Google Maps. Also die Ludwigstraße ist von hier aus mit dem Fahrrad 5 Minuten entfernt. Das kriegen wir hoffentlich hin. Ja, das Problem ist nur, das Fahrrad ist fahruntüchtig. Aber zum Glück habe ich einen Roller. Selbst die Reifen sind platt. Wie soll ich damit fahren? Ich würde mich ja leider schon mal beeilen. Wieso fährst du nicht? Deswegen, ich bin zu klein für das Fahrrad. Ich kann noch 10 Spitzen laufen. Achtung, ein Irrer. Ich hasse dich. Du musst es jetzt 5 Minuten lang machen, ist ja klar, ne? Oh mein Gott, ich hab's einfach ausgetrickst. Nein, Achtung. Er hat einfach einen Lifehack. Zum Glück gehen wir jetzt in eine Einkaufsstraße, wo extrem viele Menschen sind. Achtung, ein Irrer. Junge, ich fahr auf der Felge, ne? Achtung, ein Irrer, ein Irrer. Ich glaube, ich bin der Irre. Achtung. Achtung, ein Irrer. Wir machen noch eine Sidequest. Ich würde sagen, du fährst mit dem Fahrrad in Urban Outfit, du hast in das Geschäft rein. Jetzt werde ich so rausgeworfen und krieg raus verboten. Fahr mit dem Fahrrad rein. Du kriegst 20 Minuten, wenn du es schaffst, einmal durch den Laden zu fahren damit. Kaufst du mir den Pulli auf? Achtung, ich muss da einmal durch. Ihr mit dem Fahrrad zur Kasse und sagt, du möchtest was kaufen. Ich habe das Fahrrad vor eurer Tür gesehen. Ich wollte fragen, ob ich das kaufen kann. Keine Ahnung. Okay, danke. Probiere ich mal weiter. Achtung. Piep, piep. Du konntest jetzt 20 Minuten extra gewinnen, weil du diese Bonusaufgabe gerade gemacht hast. Ich würde sagen, zur Ludwigstraße, let's go. Zum Glück fällt der Fahrrad auch nicht auseinander. Ich repariere es dir kurz. Jetzt ist es besser.
Kian, hier ist dein schönes Parkhaus. Du kannst ein neu gewonnenes Fahrzeug jetzt, was das dir gehört. Es war so teuer, das gehört jetzt dir. Schenke es dir. Aber du musst ja auch irgendwo parken, deswegen gehen wir jetzt ins Parkhaus. Wir sehen uns oben, ne? Wie? Nee, du kommst schon mit. Wir sehen uns dann oben. Oh, ist ein bisschen gemein, wenn ich so Kian mache, oder? Deswegen habe ich jetzt eine kleine Überraschung für ihn. Ich weiß nicht, wie viele Etagen das Parkhaus hat. Mit diesem Fahrrad hier hoch, das ist nicht möglich. Also ich glaube, wenn ich oben angekommen bin ich bestimmt gestorben. Im Fahrstuhl ist es richtig chillig hochzufahren. Bei Kian ist es bestimmt auch richtig chillig. Oh, wir sind schon da. Dieser Junge macht mich fertig. Ich kann nicht mehr. Und es hört einfach nicht auf. Es geht noch weiter nach oben. So ein Muskelkater. Schafft? Also bei uns war es absolut chillig, Kian. Deine nächste Aufgabe befindet sich hier. Weil du jetzt so viel Scheiße machen musstest, bekommst du eine Mystery-Box geschenkt. Du kannst jetzt entweder richtig reinscheißen oder den Hauptgewinn absahen. Welche nimmst du? Nicht anfassen, nicht anfassen, nicht anfassen, nicht anfassen. In der linken Mystery-Box befindet sich ein nagelneues iPhone. Und in der rechten Mystery-Box befindet sich eine Niete. Mal sehen, was er nimmt. Wenn du dich schon da so hinlegst, als würdest du die Box beschützen wollen. Ich beschütze keine Box, du kannst beide nehmen. Ja. Beide sind für dich. Eigentlich war ich für eins, aber dadurch, dass er so diese Mystery-Box beschützen wollte und sich da so halb draufgelegt hat, nehme ich Box. Wirklich? Zwei. Okay, dann mach auf. Oh mein Gott. Nein, du hast die Scam-Box bekommen, weil Mystery-Boxen sind immer Scam. Willst du wissen, was in der anderen Dings ist? Oh mein Gott, du hast ein iPhone bekommen. Hättest du die richtige Box genommen. Und die nächste Aufgabe ist... Klettere auf die Domspitze hoch. Genau, da vorne. Wie soll ich da hochkommen? Soll ich die 300 Stufen da hochlaufen oder was? Mit deinem Fahrrad. Wahrscheinlich nehme ich mein Fahrrad so auf den Huckepack und laufe den Dom hoch oder was? Du musst es machen, es sei denn, du kannst dein Fahrrad vorher verschenken. Irgendjemand, du musst es schaffen, dein Fahrrad vorher zu verschenken. Wenn du es schaffst, dass das Fahrrad losgeworden ist und es irgendjemand annimmt, du darfst es aber nicht irgendwo auf die Straße stellen und weggehen. Wenn du es nicht schaffst, musst du mit dem Fahrrad auf den Dom klettern. Kurze Frage, kann ich euch ein Fahrrad schenken? Nee. Schade. Brudi, kann ich dir ein Fahrrad schenken? Kann ich dir ein Fahrrad schenken? Hallo Leute, ich bin's, Mickey Mouse. Also, wir sind kaputt. Kann man nicht reparieren. Was tut er da? Willst du haben? Haben wir gekauft. Ja, du kannst reparieren. Für dich. Ja. Ich wusste nicht, dass es so einfach ist. Er hat gerade Mickey Mouse Fahrrad geschenkt. Wie einfach war das denn? Hätte das jetzt nicht so einfach funktioniert, hätte ich da oben 600 Stufen hochlaufen müssen. Deine neue Aufgabe ist, dass du zu einer random Person gehst, dich vor dir hinkniest und fragst, ob sie mit dir auf ein Date gehen möchte. Auf ein Date? Ja, und sie muss ja sagen. Okay, wenn sie ja sagt, die Person, das ist schwierig, aber witzig. Dann kriegst du dein nächstes Geschenk. Kurze Sache, hast du gerade eine Minute Zeit? Nee. Ich bin auf der Suche nach einer Person, die mit mir einen Kaffee trinken geht. Ich lade dich auf einen Kaffee oder einen Kakao ein. Kaffee geht leider nicht, habe ich gerade schon getrunken, sonst werde ich vielleicht nicht mehr schlafen können. Aber einen Kakao würde ich nehmen. Einen Kakao würdest du nehmen, okay, sehr gut. Wo können wir denn hier einen Kakao trinken? Genau. Wir können bis nach vorne laufen, da ist ein Starbucks. Okay, ja. Dann machen wir das. Ich glaube, wir müssen gleich unsere Nummern austauschen. Ist im Starbucks. Einen mittleren Kakao mit Hafermilch und einen normalen mittleren. Die sind wirklich im Starbucks, ich fasse es nicht. Ich hoffe, der Kakao schmeckt dir. Dankeschön. Kian, du hast die Aufgabe bestanden. Cool, dass du mitgemacht hast, ja, dass du mit ihr auf ein Date gegangen bist. Das war das beste Date, dann, was ich jemals hatte. Weißt du, wie viele Mädels ihn gekorbt haben? Passt kein, du warst die Erste. Ich habe nur dich gesehen und dich angesprochen. Ja, oh. Ja. Ich bin auf der Suche nach einem Date. Wollt euch fragen, ob einer von euch Lust hat, mit mir auf ein Date zu gehen. Lesbisch so. Und wollt fragen, ob irgendwer von euch Lust hat, mit mir auf ein Date zu gehen. Ich habe eine Freundin. Ich auch. Sorry fürs Ersprechen, ich habe eine Frage. Ich bin auf der Suche nach einem Date und wollte fragen, ob ihr Lust habt, mit mir einen Kaffee trinken zu gehen. Na, okay. Du siehst mir super sympathisch aus. Hast du Lust, mit mir auf ein Date zu gehen? Nee, sorry. Ich bin auf der Suche nach einem Date und brauche eine Person, die ja sagt. Was? Nee. Ich habe dich gerade aus der Ferne gesehen. Du siehst super sympathisch aus. Und ich bin auf der Suche nach einem Date. Hast du Lust? Bitte. Okay, Freunde, wir haben den nächsten Tag. Wir mussten gestern den Dreh abbrechen, weil es ein bisschen zu stürmisch war. Deswegen haben wir die Zeit gestoppt und wir machen jetzt genau weiter. Und wir sind vom Apple Store. Jetzt werden wir Kian eine kleine Freude machen, weil er die Aufgabe ja gestern bestanden hat. Deswegen würde ich sagen, wir kaufen kurz was. Dieses Video war so aufwendig und teuer, deswegen präsentiere ich euch den Sponsor des heutigen Videos. Der heutige Sponsor des Videos ist FlexiSpot. FlexiSpot ist mein Nummer 1 Anbieter, was höhenverstellbare Tische angeht. Seit einiger Zeit habe ich sogar auch einen FlexiSpot-Tisch und ich bin unfassbar zufrieden damit und könnte gar nicht mehr ohne. Das Coole an dem Tisch ist, dass er elektrisch höhenverstellbar ist. Heißt, ihr könnt ihn in jeder beliebigen Sitz- oder Stehposition benutzen. Der Tisch war super, super einfach aufzubauen, hat eine sehr hohe Qualität, was auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr nice ist. FlexiSpot hat mir den E8-Tisch zur Verfügung gestellt, welchen ich super einfach im Online-Konfigurator zusammenstellen konnte. Dort habe ich dann erstmal das Gestell ausgewählt. Ich wollte ein schwarzes Gestell haben und eine weiße Tischplatte. Aber ihr könnt natürlich auch in Holz oder so nehmen oder andere coole Farben oder auch Marmor, was ziemlich cool ist. Aber in meinem Fall habe ich weiß genommen und dann meine passende Größe ausgewählt. In meinem Fall habe ich dann 1,80 m x 80 cm genommen, weil ich ja extrem
extrem viele Bildschirme und einen großen PC habe. Deswegen muss super viel draufpassen. Aber ihr könnt ihn auch kleiner und noch größer machen, wenn ihr wollt. Insgesamt habt ihr 4 Speicherplätze frei, wo ihr eure gewünschte Sitz- oder Stehposition abspeichern könnt. Die gespeicherte Sitzposition könnt ihr dann ganz einfach auswählen und der Tisch fährt automatisch zu eurer Position. Nach vielen sitzenden Stunden vorm PC ist es mal eine super Abwechslung, auch mal vorm Schreibtisch zu stehen. Und dem Rücken schadet es auf jeden Fall auch nicht. Im ersten Link in der Videobeschreibung ist FlexiSpot verlinkt. Schaut auf jeden Fall vorbei. Vielen, vielen Dank fürs Unterstützen dieses Videos. Und ich würde sagen, weiter geht's. Okay, Leute. Hier haben wir eine kleine Überraschung für dich. Hast du gerade was gekauft? Nein. For real, aus Apple Store ist für dich. Kannst du es aufmachen? Wirklich? Sehr cool, was drin ist. Oha, einfach AirPods Pro. Mega geil. Machen wir gleich auf, gucken, was drin ist. Da ist aber nichts drin, außer irgendein Zettel. Und Kian, du hast noch 20 Minuten Zeit, ne? Die Zeit von gestern wurde gestoppt. Ja, dann 20 hier. Minuten hast du noch. Leider hast du noch nichts gewonnen. Dafür wird die nächste Aufgabe dir verraten, wo der Hauptpreis liegt. Jetzt musst du ein Quiz machen. Deutscher Torwart. Plus ein stilles Gewässer. Was könnte das wohl sein? Wo könnte wohl deine nächste Aufgabe stattfinden? Was denkst du? Deutscher Torwart und ein stilles Gewässer. Gleich dein Ort, wo du hin musst. 20 Minuten Zeit. Du musst da auch hinkommen in der Zeit, ne? Ach, na weia. Ich kenne keine deutschen Torwarte. Torwartlegende. Oliver Kahn. Richtig. Kahn ist richtig. Kahnhäuser. Nein! Das ist kein Gewässer. Kahn und ein Gewässer. Flüsse, Becher. Und was gibt's noch? Mit W. Weiher. Ja. Kahnweiher? Ja! Was ist denn jetzt Kahn? Google. Wo ist denn das Kahn? Da musst du jetzt hin, da musst du hin. Hab ich ja noch nie gehört. Okay, Kian, damit du schneller bist, kriegst du diese unfassbar schnelle Brille. Und jetzt darfst du losrennen. Und let's go zum Kahnweiher. Let's go. Okay, Kian, wir sind angekommen. Willst du dir 10 Minuten noch mal was zu verdienen? Auf jeden Fall. Dann darf ich dir jetzt einen Schnurrbart malen. Mit Edding, das krieg ich doch niemals weg. komm, 10 Minuten oder nicht, Kian? Ja, komm. Das geht nicht weg, ich wollte ab noch Termin. Das wird niemals wieder weggehen. Wir sind am Kahnweiher angekommen und deine nächste Aufgabe wird folgendermaßen sein. Ich habe dieses Boot hier, ne? Ja, das ist sehr cool, ne? Ich werde auf dieses Boot jetzt, du wirst es nicht sehen, wenn wir jetzt ein paar Zahlen draufschreiben. Hier sind Koordinaten drauf. Okay, ja, das ist mein Motorboot, was ich mir gerade gekauft habe, ne? Machen wir eine kleine Fischertour, ne? Die nächste Aufgabe ist, dieses Boot, wie wir es so holen. Ja, ganz einfach. Nein. Leider sind die Batterien von diesem Boot leer. Das ist natürlich sehr ungünstig. Zum Glück habe ich für dich was vorbereitet. Nicht dein Ernst. Nein, das ist doch nicht dein Ernst. Hättest du nicht ahnen können? Nein. Echt nicht? For real nicht. Nein, okay. Ja, wir haben, glaube ich, wie gerade haben wir 1 Grad oder so gefühlt. Zieh dich um. Was ein Übergang hier. Jetzt bist du bereit? Das Wasser ist richtig kalt. Oh Gott, ist das kalt. Oh, ist das kalt. Also vor 2 Wochen war ja See noch eingefroren. Viel Spaß. Rein mit dir. Ich muss an die Wassertemperatur gewöhnen. Wirklich. Ich bin ganz genau zum Zittern. Es ist wirklich so. Junge, ey, pass auf, das ist Equipment. Finden Sie das für eine gute Idee, hier baden zu gehen? Super. Wollen Sie mitkommen? Ich laufe hier so durch Entenscheiße. Ja, das ist normal, wenn man durch den See läuft, glaube ich. Oh, es stinkt so widerlich. Das stinkt, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es stinkt. Da ist das Boot. Du hast nicht mehr weit. Bei jedem Schritt, den ich mache, senke ich so tief in den Boden. Das ist das Barwetter. Soll ich näher kommen? Hier, noch 20 Minuten. 20. Los jetzt. Auf mich zu stressen, das ist kalt. Digga, du hast nicht mehr weit. Nur noch ein bisschen. Komm hier. Tschüss. Hol sie dir. Mach deine Spielchen mit mir. Ist das alles hier? Komm, geh mal rein, richtig rein. Bis da hinten hin. Das Boot ist jetzt da, Kian. Das Boot kommt hier wieder hin. Nee, das Boot musst du jetzt holen. Der Akku ist leer. For real, der Akku ist leer. Ich kann nicht mehr fahren. Hör auf mich zum Arsch. Hol das Boot hier hin. Nein. Ich check fest, for real. Nein. Es ist wirklich schwierig, sich hier zu bewegen. Oh mein Gott. Kian, du hast nicht mehr weit. Junge, ich bin fast mit dem Knie im Matsch. Los, Kian. Los. Nicht mehr weit. Du hast es geschafft. Er hat's einfach. Du bist noch auf dem Boden? Nein! Ich wollte aber wegfahren, das ging aber nicht. Ja, komm wieder zurück und jetzt hast du die Koordinaten für den Hauptpreis. Los, komm, beeil dich, du hast nicht mehr viel Zeit. Du hast so viel Zeit verloren gerade. Hier, du hast es geschafft, wie fühlst du dich? Meine Beine sind alles tot, alles abgestorben. Sehr gut, ich würde sagen, wir direkt zum nächsten Spot abtrocknen und umziehen, ne? Du hast nicht mehr viel Zeit. Hier stehen die Koordinaten drauf und dann geht's, glaube ich, endlich zum Final Spot. Kian! So langsam sind wir fast am Ziel angekommen. Ich glaube, wir müssen jetzt hier irgendwo in den Wald rein. Kian, du hast das übersehen. Bevor es zu den eigentlichen Koordinaten geht, brauchst du noch
Ein Werkzeug. Ich sehe schon was. Wie kann man das nicht sehen? Das habe ich so offensichtlich hier hingelegt. Ja, was könntest du damit nur machen? Wahrscheinlich irgendwas ausbuddeln. Du hast dein Werkzeug, du weißt ungefähr, dass du was ausbuddeln musst, aber du weißt nicht was und du weißt nicht wo. Du hast aber die Koordinaten. Ich würde sagen, hier, los, such, du hast nicht mehr viel Zeit. Die Zeit ist gleich um. Die Zeit ist wirklich gleich um. Möchtest du mich hier irgendwo sein? Ich werde es niemals finden. Ich werde es auf jeden Fall finden. Ich hab's halt heute Morgen vergraben. Ich weiß selber nicht mehr, wo es ist. Aber hier ist irgend so ein kleiner Weg. Ich werde jetzt auch mal reinnehmen. Von den Koordinaten her müsste das auch ungefähr passen. Es sind halt überall so freie Flächen. Könnte ich halt hier überall verbuddelt sein. Die Richtung ist falsch. Die Richtung also ist irgendwo falsch. Hier vorne eher. Aus welcher Boden sieht denn aus, so als würde da jetzt gerade was vergraben worden sein? Ich sag dir mal eins, hier ist es nicht. Hier ist es nicht. Hier ist halt überall Wiese. Das ist irgendwie eher unwahrscheinlich. Ich glaube, Kian ist auch 20 Mal im Ort vorbeigelaufen, wo der Schatz vergraben war. Er hat ihn einfach nicht gesehen. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Hier ist die letzten Minuten. Die letzten Minuten, Kian. Kevin, jetzt gehen wir komplett. Kalt, 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 warm, sehr warm. Sag mal so, du bist schon 20 Mal drüber gelaufen. 20 Mal drüber gelaufen. Ja, vielleicht stehst du auf dem Kopf. Oh, ich sehe da was. Irgendwas, irgendeine kleine Verzweigung. Ich kann noch nicht erkennen, was es ist. Bisher erkenne ich noch nicht viel. Es ist etwas, was du dir seit langer Zeit gewünscht hast. Oh mein. Was? Nicht dein Ernst. Dein eigener MacBook. Du hast es dir so lange gewünscht. Er hat mich immer voll gelabert damit. Oh mein Gott, also ich kann es wirklich noch nicht verstehen. Kann ich mal reden, Digga. Also wirklich. Ja, Kian, ich hoffe, es hat sich gelohnt für dich. Ich hoffe, du freust dich. Ich hoffe, du kannst damit krasse Sachen machen. Ja, vielen, vielen Dank. Also dafür hat sich das auf jeden Fall gelohnt, dass ich den ganzen Tag Schnäuzer hier rumgelaufen bin. Also wirklich, es hat mich jeder so dumm angeguckt in dem Auto. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo dafür für diese Aktion. Bis zum nächsten Mal. Ciao.